Hey, ihr geilen Krähenjäger, willkommen zurück zu Days Gone. Ja, bis später, Peter. Moment, ich öffne das Tor. So, geht weiter bei Diamond Lake. Wir machen gleich wieder eine Besorgungsmission für Sarah. Nicht, was ihr denkt, wir besorgen ihr nur Silikat, ja, nichts anderes. Wir besorgen es ihr nicht. Entstellen, wer sowas denkt. Ja, wir machen auf dem Weg noch ein paar Krähennester platt. Die müssen wir nämlich auch noch erledigen. Das ist auch eine Story-Quest, warum auch immer. Also die steht bei den Stories. Das mache ich jetzt hier mal gleich so, indem ich hier abbiege. Bär! Oh, wo ist Bär? Phoenix Bär. Das ist kein Bär, das ist ein Kätzchen! Hey Kätzchen! Hey Kätzchen, na? Hungrig? Tot. Na also. Okay, dann mal los. Und noch ein Wolf? Komm schon, komm schon, komm schon! Hund, Katz, wo ist die Maus? Oh nein, da kommt noch was. Hoppala. Au, du. Du bist Vieh. Okay. Alle auf einmal wieder, guck mal. Die kriegen nicht genug von Deke. Er ist halt so lecker. Leckeres Fleisch. So, haben wir uns das noch? Der ist ja gar nicht hier. Ja, das können wir alles wieder schön im Camp veräußern. Oh, oi then. Ja, ich fahre jetzt mal hier ein bisschen rum. Ich könnte das jetzt alles per Schnellreise machen, aber das wollte ich natürlich jetzt nicht immer alles machen. Weil ihr wollt ja bestimmt was von der Gegend sehen. Das ist so wunderschön hier. Also jetzt nicht gerade hier. Aber generell, das Spiel ist so hübsch. Ich finde, es ist so ein hübsches Spiel. Das könnte man seiner neuen Schwiegermutter vorstellen. So schön ist das. Ach. So, da freut sich sogar die Schwiegermama. Diese verdammten Krähen, ne? Ich hasse diese Schreier. Huch. So, da oben sitze. Vor allem treffe ich die halt überhaupt nicht gut. Ich bin so schlecht. Im Krähen abschießen. Wie viel das sind. Ja, nicht schlecht. Ihr müsst Viecher. Ah, du Sau. Ah. Da muss irgendwo ein Nest in der Nähe sein. Ach, Diek. Mach Sachen, Jung. Da ist noch eins. Zeit für ein Feuerchen. Okay, ich bin doch nicht ganz so schlecht. Wieder ein Nest. Oh. Nest. Das ist hier irgendwo. Ja. Nest. Abfackeln. Kommen da nicht auch die Viecher drauf, immer dieselben Nester zu bauen? Also Ripper wie Kreischer und überhaupt alles. Ich habe noch gar nicht gesehen, wie jetzt zum Beispiel so Katzennester aussehen, wenn die überhaupt sowas bauen. Oder Bärennester. Immer so vorhalten hier, das geht so schlecht. Habe ich jetzt alle? Ja, wir haben alle erwischt, sehr schön. Ich hab einen Schreier hier. Oh, guck mal, da lag Schrott. Bein. Oh, da ist ja noch ein Nero-Teil. So ein Mikrorekorder. Ein Nero-Mikrorekorder. Keine Ahnung, ob ich mir das wirklich anhören will. Ja, natürlich wollen wir. Ja, das sehe ich selber, Corporal. Vielen Dank. Feldnotiz 2043. Geplanter Halt bei Position 211, um Phase 4 unserer Studie zu initiieren. Wir haben entdeckt, dass die gesamte Brutstätte und alles sonst vollständig zerstört worden sind.
niedergebrannt von der zivilen Bevölkerung. Der Deschutes County Miliz. Ja, die verdammte Deschutes County Miliz. Wissen Sie, wie viel Arbeit wir verloren haben? Um ehrlich zu sein, Lieutenant, weiß ich meistens sowieso nicht, was wir hier überhaupt tun. Nein, natürlich nicht. Was wir getan haben, Corporal, war das Studium eines Schwarms mutierter Corvus Corax Principalis. Krähen. Infizierte Krähen. Die Anwohner nennen sie Schreier. Nein, nicht Krähen, Raben. Da gibt es einen großen Unterschied, wissen Sie? Das ist eine komplett andere Spezies. Okay. Wissen Sie, wie selten virale zoonotische neuroinvasive Krankheiten von Säugetieren auf Vögel überspringen? Selten? Ja, selten. Diese Milizarschlöcher haben unsere Forschungen um Monate zurückgeworfen. Na los. Nördlich der Klamath Marsh wurde ein weiterer Brutplatz lokalisiert. Da geht es als nächstes hin. Verstanden. Dann mal los. Hauen wir ab. Ich kann den Typ verstehen, aber ich kann auch sehr gut die Miliz verstehen, weil sowas wollte ich ja auch nicht haben. Solche ekelhaften Viecher. Boah. Ich werde dich gleich kreischen lassen. Oh nein. Ich wollte dich nicht töten. Ich habe irgendwie ein bisschen, nicht Mitleid, aber die normalen Viecher hier, die will ich jetzt nicht immer einfach abknallen, wenn ich sie sehe. Brauche ich auch gar nicht. So dringend braucht man kein Fleisch. Oh. Du bist aber ganz so schnell wieder fit. Du Igelhafte. Boah, das ist gerade raus, weißt du das? Ja, vielleicht so. Ah, wie ist das? Oh, ich hab ein Level up, oder? War ich den eben schon? Nee. Vielleicht sollte ich ja doch mal das skillen jetzt, dass ich, Da kann ich was draus machen. Okay, vielleicht sollte ich doch mal skillen, dass ich mehr Combos machen kann. Nee, das war der Stierlauf, das war der Rock'n'Roll. Hier, richten doppelten Schaden an die Stielmesser-Combos oder längere Combos ausführen. Nee, ich nehme das mit dem Stielmesser. Zack. Ja. Ach ja, vielleicht brauche ich da gar nicht mehr die normale Nahkampfwaffe. Wäre schon cool, wenn die so stark jetzt wird. Na, was gibt's hier? Da hat doch was. Ach, hier. Ah, Sprengpulver. Perfekt, oder Schießpulver. Okay. Ich bin echt gespannt, was es noch gibt mit Deke und Sarah. Ich fände es irgendwie doof, wenn er dann... Ja, ich glaube nicht, dass er die Beziehung beendet. Das ist das Einzige, was ihn so am Leben erhalten hat. Das ist wohl der Laden. Finden wir etwas Silikat? Ach ja, komm, die Krabbler, die lassen wir jetzt mal in Ruhe. Okay, Freunde. Wie kommt ihr da rein? Ja. Alles verrammelt. Ich muss irgendwie rein. Übers Dach, schätze ich mal. Vielleicht hier? Hier müsste ich hochklettern können. Ja, wow. Ein Tante-Emma-Laden. Also, wo zum Teufel ist das Silikat? Nein, hier nicht. So. Silikat. Ja. Na also, Silikat. Geht doch. Okay, also jetzt muss ich nur noch hier rauskommen. Da konnte wohl jemand... Nicht einparken, ja. Scheißteil. Na gut, ja. Hat nichts mit Parken zu tun. Okay. Oh nein. Park einfach irgendwo. Oh nein. Halt die Schnauze! So, Ruhe jetzt. Ich würde sagen... Ich wollte mal ganz kurz hier oben gucken gehen, Leute. Da war ja die Höhle mit den... ja. Die Horde. Und das sind wir schon. Guck mal, ob die zu Hause ist, die Horde.
Weil die möchte ich gerne noch ausschalten. Vielleicht kriege ich dann bald die neue Waffe. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, wie viel Prozent ich schon habe, aber das ist ja auch egal. Die machen sowieso alle Horden platt. Ich frag mich nur, wie viele Horden kannst du denn bitte noch geben? Ah. Achtung, jetzt kommt ihr wahrscheinlich und sagt zu Brua, es gibt noch 1000 Horden. Weil später kommt irgendwie doch mal eine neue Welle von Horden und dann sind die überall wieder neu und... Pass mal auf, das könnte ich mir ziemlich gut vorstellen sogar. Oh, da vorne ist ein Fragezeichen, das könnte sie schon sein. Das Gute ist nur zu der Tageszeit, sind die nicht am Rumstromern. Oh, oh. Nee, wieder keine Horde. Plünderer, die Freakstür. Zur Abwechslung machen sie mal was. Doch, doch. Ich bin getroffen! Ja, Schätzchen. Ihr alle Schätzchen. Oh, Rohrbombe ist voll, alles klar. Nee, leider nicht. Wo soll denn die Horde sein hier oben? Die muss doch irgendwo im Norden sein. Da sind doch überall Höhlen, oder ist zumindest eine Höhle. Ja, blöd. Ich hätte noch eine andere Idee. Da war ja nach unten eine Höhle. Gehen wir mal gucken, ob das vielleicht hier noch sein könnte. Also hier ist auch noch was. Hier sieht es aus, als wäre da noch eine Höhle. Ah! Nee, warte, warte. Ich habe eine andere Idee. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh. Oh. Ich brauche unbedingt die anderen Reifen, dann ist die Traktion vielleicht hier ein bisschen besser. Aber ich glaube nicht, dass das viel ausmacht, oder? Wo bin ich denn jetzt? Ich glaube, hier kann es stimmen. Ich will jetzt nicht unbedingt eine Karte konsultieren, wisst ihr? Weil die Karte, die spoilert ja auch so ein bisschen. Habe ich dann beim alten Gebiet gemacht. Oh, hallo, Kätzchen. Nee, es ist gar... Oh. Na los. Aha. Blödes Vieh. Aber hier ist auch wieder keine Horde. Ich glaube, sonst wäre die nämlich schon längst rausgekommen. Oder? Oh, da unten ist... Warte mal, da unten ist noch was. Verfolgungsgebiet. Na, was? Komm, pfeif drauf. Ich gehe jetzt erstmal. Ich hole jetzt erstmal bessere Reifen und dann gehen wir das Zeug mal bei Sarah abgeben. Das macht da alles keinen Sinn hier. Dann warte ich halt mit den Horden, bis mir entweder mal vor die Füße laufen oder bis ich dann hier soweit durch bin. Und dann werde ich euch das natürlich wieder knallhart präsentieren. Geht's denn hier nochmal rein, sag mal? Oh, warte mal, da ist schon eine Pflanze. Und Terpentin, das haben sie nicht mit abgefackelt. Ah, kanadischer Hartriegel. Den hatte ich auch noch nicht. Seht ihr mal. Terpentin, Kerosin meine ich doch. Terpentin. Komisch eigentlich, hier dürfte nichts mehr liegen, aber... Offensichtlich hat er doch was überlebt. Oh, hier ist ganz viel Zeug drin, warte mal. Von den Sachen könnte man eigentlich nichts mehr verwenden, wollte ich sagen. Oh jeez, aber ich kann hier noch alles verwenden. Hallo? Beacon? Beacon?
Okay, er will nicht. Den Lappen hat er jetzt auch nicht genommen. Hm, noch hier was bauen, da was bauen. Oh, Annäherungsbombe vielleicht mal. Aktor brauchen wir auch nicht mehr. Ist hinten dran? Ja gut. Aha. Sehr schön. Warum? Hat halt immer noch Bugs, das Spiel leider. Jetzt suchen wir uns ganz schnell noch die Teile, hey, beziehungsweise geben noch was ab oder kann ich mir hoffentlich die Reifen kaufen? Das Klärchen, so Beute. Corporal, konnichiwa. Konnichiwa. Hi, Sergeant. War's das? Sehr gut. Hm. Ja. Gut gemacht. Mit der kaum Kohle, du. Sehr gut. Gute Arbeit. Sehr gut. Die Schreier geben nichts. Okay. Otsukaresama, Corporal. Tja, Corporal. Danada. Er ist nicht Saint. Hallo, Sergeant. Ja, er ist so ein Frauenheld, ne? So ein bisschen. Das gibt immer ein bisschen mehr Geld hier. Reicht halt immer noch nicht. Ich verkaufe mal alles, komm. Das reicht nicht. Das reicht nicht, die Camp-Punkte. Da komm, ich mach mal Schnellreise, oder? Sonst kommen wir zu gar nichts mehr hier. Mach das Tor auf! So, jetzt bin ich gespannt. Wenn die nicht mal so ein bisschen Küsschen, ich meine, die lieben sich doch schon ewig. Ich finde es echt schade, dass das so herzlos wirkt irgendwie alles. Guck mal, ich meine, wie viele Tage wir jetzt schon wieder hier sind. Ich bin halt so ein Harmoniemensch. So ein Knutschi-Butschi-Mensch, ich weiß nicht. Es geht mir total auf den Zeiger leider. Manchmal hier. Wie war? Ich schwör's bei Gott. Was? Hast du Angst vor Wettbewerb? Kommt raus hier! Gibt's ein Problem? Ma'am. Nur eine kleine Diskussion, Corporal. Lieutenant. Was war das denn gerade? Gar nichts. Es ist Weaver. Er glaubt, die Lösung aller Probleme ist einfach alles niederzubrennen. Scheiß auf ihn. Ja, scheiß auf ihn. Hier. Danke. Nein, nein. Was denn, Deacon? Nicht bedanken. Dank mir nicht. Immer wenn du mir dankst, stehe ich wieder mit einem deiner blöden Anforderungsscheine da. Meine blöden? So denkst du darüber? Du glaubst, was ich hier mache? Das meinte ich nicht. Nein! Natürlich nicht. Weißt du, ich verstehe nicht, warum du noch hier bist. Dann will ich dich mal aufklären. Ich habe 2 Jahre lang Freaks getötet. 2 Jahre lang. Einen nach dem anderen. Ich war ihnen so nah, dass ich das faule Fleisch zwischen ihren Zähnen roch. Wenn du also etwas finden kannst, das sie auf einen Schlag vernichtet, verdammt, dann bin ich dabei. Aber wenn du mich nicht hier willst, dann befiehl mir zu gehen. Ma'am. Deacon, warte. Tut mir leid, okay? Also, ich brauche... Ich muss... Danke. Vielen Dank für die Hilfe. Oh, jetzt küsst euch doch mal endlich. Ihr seid Mann und Frau. Was ist los mit euch? Wo ist denn die Zärtlichkeit? Ich meine, jetzt muss ich wirklich sagen, Deacon tut alles, was er kann, dass das funktioniert irgendwie.
Ach, nicht schon wieder die Rede. Ah, das ist so anstrengend. Und sie ist so kalt irgendwie zu ihm. Ich meine, klar, sie will ihre Arbeit hier fertig bringen, aber ihr könnt euch doch mal ein bisschen... Habt euch doch mal lieb, Kinder. So. Wenn man schon mit Kindern reden muss, anscheinend, dann tue ich das auch so. Habt euch doch mal lieb. Seid euch doch mal wieder gut. Sind seit den Anfängen dabei. Haben meine Warnungen gehört, dass Gott uns strafen wird. Och, kann ich gehen? Kamen mit mir hierher. Bauten mit mir diese Arche. Egal, ob ihr von Anfang an bei uns wart oder euch erst heute entschieden habt. Ihr seid nun Teil dieser Bestimmung. Ihr seid Teil unserer Mission, die Welt zu retten. Und denkt immer daran, wenn ihr außerhalb dieser Mauern eurer Pflicht nachgeht, wir suchen immer noch Material, das sich lohnt, in der Arche verwahrt zu werden. Ob Lehrbücher, Handbücher, Enzyklopädien, DVDs, andere Medien. Lieutenant Weaver hat eine Liste mit den benötigten Chemiebüchern erstellt. Lieutenant Whittaker eine mit Büchern über Biochemie, Genetik und Biologie, die noch fehlen. Captain Jimenez, eine mit Büchern über Medizin, Anatomie und operative Eingriffe. Sergeant Tomlinson hat einige Bücher über Straßen- und Maschinenbau aufgelistet. Und Captain Hawkins ist immer auf der Suche nach neuem Material über Landwirtschaft und Hydroponik. Also, haltet auf euren Touren immer nach diesen Dingen Ausschau. So helft ihr, die Arche zu füllen. Weggetreten. Ach, der macht mich ganz nervös mit seinem Hin- und Hergelatsche. Ich weiß nicht. Der macht es schon gut hier, aber er ist mir ein bisschen zu fanatisch. Denke ich. Oh Gott, das sind 29%. Also wir müssen uns noch mindestens... Ja, ich schätze mal so 4-mal anhören. 5-mal. Hier war aber noch eine Aufgabe. Wo ist die denn? Da... Garrett, ja. Hallo? Kopfgeldauftrag, mach ich doch gerne. Ach komm. Ich weiß auch, wo ich hin muss. Hey, du solltest nicht hier sein. Halt die Schnauze, ich bin Corporal. Bin wahrscheinlich ranghöher als du, du Arsch. Colonel, Sir, mache Meldung, ich bring das Liebesgut zurück. Corporal, ja. Die Frau, eine Diebin und Mörderin, hat sie Widerstand geleistet? Ja, Sir, ja, das hat sie. Sie hat sich heftig gewehrt, aber das war kein Problem für mich. Sie kämpfen für die Rechtschaffenheit, Corporal. Denken Sie nicht mehr daran. Menschen wie Sie, Lügner, Diebe, Mörder, Süchtige, alles Verbrecher, haben dieses Unglück über uns gebracht. Um die ist es nicht schade, um keinen davon. Wegtreten, Corporal. Ja, Sir, ich gehe zurück an die Arbeit. Ja, und wisst ihr, was passieren wird? Die werden die irgendwann finden. Und dann wird rauskommen, dass er sie gar nicht getötet hat. Warum hat er nicht gesagt, sie ist abgehauen? Oder, weiß nicht, ich habe sie nicht aufgefunden. Die Spuren waren verschwunden und es gab keine und, ne? Die kennen. Also musst du ein bisschen überzeugender lügen, weil ich glaube, der Kerl, der hat ja schon gesagt, Lügner, Betrüger, wir sind jetzt auch ein Lügner in seinen Augen. Da macht er keinen... Eine Ausnahme, der Kerl. Jetzt übrigens die Frage, wo geht's weiter? Ach komm, kann ich nicht ein bisschen zu Sarah mit der kuscheln? Ich meine, das ist doch wichtig. Hoppala. Wie gesagt, die haben sich jetzt so 2 Jahre nicht gesehen, ja? Corporal, hey, der Neue? Ich bin Caleb. Caleb Tomlinson. Hey, Gail. Ich bin St. John. Ja, gerade angekommen. Oh, cool, Mann. Hey, hör zu. Wenn du was für dein Bike brauchst, komm zu mir. Also ganz unter uns. Lucas, der Kanadier drüben beim Diamond Lake, der rippt dich ab, Mann. Okay, ich werd's mir merken. Das hast du mir schon mal gesagt. Willst du mir das jetzt jedes Mal erzählen? Oder jedem, der hier hinkommt und das Bike reparieren lässt? Deke, Corporal, wir sehen uns, Mann. Wie gesagt, ich find's ein bisschen komisch. Ich würde meine Frau nicht mehr loslassen, wenn ich die nach 2 Jahren erst wieder sehen würde.
Egal, was sie mir sagt. Man vermisst sich doch und liebt sich doch. Na gut, ich fange schon wieder an. Ich weiß, habe ich bei Boos auch gemacht. Ich habe es ja gesehen. Das fanden viele nicht so gut anscheinend. Obwohl ich da eigentlich nicht allzu extreme Meinungen vertrete, finde ich. Na gut. So, was können wir noch tun? Wir haben noch keine aktuelle Mission. Na gut, wir können den Kontrollpunkt. Wer denn? Hier. Ja, mit dem infizierten Gebiet. Ich würde sagen, dann fahren wir halt einfach mal von hier oben runter. Gott, da sind wir schon. Oh, da liegen noch ein paar Tote rum. Wetten gleich rufen sie wieder alle an und... Ja. St. John, bist du da? Ja, ja. Ja, ich höre. Ja. Hier ist Lieutenant Weaver. Schon einen Blick auf meinen Anforderungsschein geworfen? Du bist ja fast täglich für die Hexe unterwegs. Ich fühle mich vernachlässigt. Ja, ja, ich meine... Ja, Sir. Styropor, Sie brauchen Styropor, stimmt's? Ja, genau, Styropor. Wenn du keins finden kannst, an Highway 97 südlich von Chemout steht ein kaputter Laster unterm Wasserturm. Findest du das? Ich bin... Hören Sie, ich finde den kaputten Laster, okay? Ich hole Ihnen Ihr Styropor. Ich bitte darum. Weaver Ende. Wow, kann ich hier noch gar nicht rein, oder wie? Oh, und was? Ich muss jetzt doch hier hinfahren? Alter Schwede, ich dachte, das wäre so gefährlich. Highway 97. War das nicht super, super gefährlich? St. John und Whittaker, ich, Corporal St. John, ja. Sekunde. Oh, ich glaube, ich mache das hier vorher noch ein bisschen sauber. Komm ich da nicht irgendwie da noch rein? Das ist alles abgesperrt. Oh, hier könnte ich noch reinkommen. Matt, der Colonel ist hier. Ich sagte ihm gerade, wie sehr du mir hilfst. Corporal St. John? Ja, Lieutenant Whittaker lobt Sie in den höchsten Tönen. Ich mach nur meinen Job, Colonel. Ah, Sir. Oh mein Gott. Sehr schön. Lieutenant Whittaker hängt im Zeitplan hinterher, aber mit Ihrer Hilfe. Matt, wie gesagt, also Biologie. Meine Arbeit ist viel komplizierter. Oh je, ich glaube, das ist schlecht. Alter, ist das eine Horde? Au, hör mal auf jetzt. Next. Bist du gleich um die Ecke? China ist gut jetzt. Oh, jetzt kommt auch Nebel. Scheiße. Noch eins. Ja, Zeit für ein Lagerfeuer. Noch ein nächstes. Los. Bitte nochmal. Max, wie gesagt, also Biologie. Meine Arbeit ist viel komplizierter als... Oh, jetzt grad nicht. Wie war das? Lieutenant Weaver ist dem Zeitplan voraus. Wenn Sie keine Fortschritte machen, muss ich Ihnen Ressourcen entziehen und sie ihm überlassen. Ist das klar, Lieutenant? Ja, Sir. Colonel. Weitermachen. Ist alles okay? Klingt, als ob... Tut mir leid, ich muss weg. Boah. Okay, ich mag Weaver jetzt auch nicht mehr. Auf
obwohl ich ihn eigentlich ganz cool fand, aber wenn er jetzt wirklich... Corporal St. John, hier spricht Colonel Garrett. Bericht. Ja, Sir. Corporal, ja. Die Sache ist äußerst dringend. Ein Soldat, ein Offizier ist fahnenflüchtig. Ein Offizier? Ein Verräter der schlimmsten Art. Er ermordete zwei Soldaten und stahl ein Bike aus dem Fuhrpark. Er wurde am South Rim Drive gesichtet. Das Bike hat einen blauen Tank. Finden Sie ihn, Corporal. Ja, Sir. Den kriege ich. Corporal, ich will ihn lebend. Oh. Lebend, Sir. Wir werden ihn hängen, Corporal. Als Exempel für alle, die glauben, über den Milizgesetzen zu stehen. Die glauben, über Gottes Gesetz zu stehen. Ja, Sir. Wegtreten, Corporal. Oh mein Gott. Das war doch eine Horde. Krass. Hordenkiller. Oh, die MG55. Ich hab sie. Oh Mann. Ja, wie gesagt, kann ich jetzt mal ausführen. Danke. Also Weaver finde ich jetzt auch irgendwie arschig, weil er gegen unsere Frau geht natürlich. Und das versteht sich von selbst. Die Frau, zu der hält man immer. Ja. Und es geht wohl doch wirklich um einen Wettbewerb hier. Wer kann sich mehr beim Colonel einschleimen? Und offensichtlich ist Viva da ein großer Meister drin. Aber ich meine, was soll ich machen? Natürlich tue ich das, was er will. Wir sind ja sein Untergeordneter, ja. Vielleicht noch irgendwo ein Kofferraum? Na gut, die ganzen Autos vielleicht hier. Polizeiautos. Was? Backlöwe? Bitte? Wo? Oh gut, die Polizeisperre hier. Die Autosperre. Wie viel Munition es da gibt. Sehr schön. Ich finde das nicht cool. Natürlich steht man zu der Frau, oder? Auch wenn sie gerade so ein bisschen rumspinnt und lieber ihre Arbeit im Kopf hat als ihren Mann. Da. Hey, voll gut, wie viel Munition es hier gibt. Also ich meine, ich könnte auch natürlich an die Tasche hinten und hätte sofort alles voll mit einem Griff, aber was soll's. Alles klar, Leute. Dann mache ich mal Schluss hier. Ja, ihr könnt immer gerne schreiben, was ihr so denkt, ob ich wieder total rumspinne oder vielleicht, ob ich recht habe und Sarah vielleicht sich mal erfreuen sollte, dass ihr Mann jetzt wieder da ist. Ich weiß ja nicht. Wahrscheinlich kommen wieder ganz andere Meinungen, so wie es bei Boozer schon der Fall war, dass ich komisch bin in solchen Sachen. Aber finde ich halt gar nicht. Deswegen, mich interessiert es, was ihr sagt. Wir sehen uns wieder zu Days Gone. Macht's gut. Tschüss.